Howdy Leute, so kurz und schmerzlos, Ada One hat heute wieder einen Must-Have-Mod dabei, den ihr auf jeden Fall mitnehmen müsst. Der ist auch in meinem Warlock-Build, der All-in-One-Warlock, verbaut, was ich so vor 2, 2,5 Wochen hochgeladen habe. Findet ihr auf meinem Kanal unter Playlist bei Destiny 2-Builds. So, Elementarnachschub, das Besiegen eines Kämpfers mit einer Granate erzeugt eine Elementarquelle, die dem Energietyp deines Fokus entspricht. Das heißt, wir töten was mit unseren Vortex-Granaten. Wir machen, ich glaube, in dem Bild mache ich 3 oder 4 Elementarquellen durch mannigfaltige Quellen halt und weil ich zweimal mit Elementarnachschub spiele. Das heißt, wir bekommen viel Fähigkeitenenergie zurück, haben die Granate eigentlich wieder ready durch die Kombination mit kontraversaler Halt und haben auch die 50% Schadensreduktion dadurch, dass wir dann ausdauernde Quellen spielen. Beziehungsweise Ausdauerquellen, nicht vertauschen mit ausdauernden Quellen. Ja, das war es im Endeffekt. Ganz kurz, Videos ist jetzt die nächsten Tage wird es ein bisschen wenig sein, weil ich da im Moment dabei bin, hier überhaupt PC-Setup und sowas alles fertig zu machen. Habe heute schon das Mikro eingearbeitet. Das ist alles eine Riesenfuckelei für mich, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Nur ganz kurz, dass ihr Bescheid wisst, aber ich werde auf jeden Fall jetzt gleich live gehen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei Twitch gerne reinschauen. Wir werden uns die Raid Challenge angucken in der ersten Phase. Und ja, das war's. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.